muss man diese Windows-Töne ausstellen. Das macht mein ganzes schönes Gitarrenspiel kaputt. Aber naja. Also, da wir jetzt demnächst, also hier haben wir immer noch unsere Gäste. Und wir haben ja vermutlich demnächst, also das Gefängnis ist fast fertig, sehr gut. Wir haben ja demnächst hier diese ganzen Leute, die hier angreifen wollen. Darum habe ich jetzt mal so ein paar Sachen in Auftrag gegeben, hier überall noch ein paar von den Türmen hin, weil ich traue dem Frieden nicht. Ich glaube nicht, dass die alle hier durchlaufen. Ganz abgesehen davon ist das ja alles noch hier auf der Seite und so ist das alles noch eine Holzkonstruktion. Da kann man ja wahrscheinlich einfach durchschießen. Und das könnte gefährlich werden. Also versuchen wir jetzt einfach mal das zu bauen. Ich habe all die Neuzugänge hier auf Bauen gestellt, außer Nussi, der soll weiterhin Gartenarbeit machen, finde ich. Und dann schauen wir mal, wie gut das geht. Ach ja, und hier hatten wir immer noch einen ohne Waffe. Wer war das? Baske war das. Baske braucht eine Waffe. Was können wir Baske geben? Weil das nimmt er ja mit weg. Ist ja nicht so gut. Ich finde es ätzend, dass wir seine Waffe nicht wiederfinden. Wo hat er die hingetan? Der muss irgendwo kollabiert. Ah, hier unten. Hahaha. Biokodiertes LMG. Das ist Baskes. Sehr gut. Cool. So, dann schauen wir mal, wie die das alle aufbauen hier. Während wir kümmern uns jetzt erstmal gar nicht drum, wir machen weiter Dienst nach Vorschrift hier und hoffen, dass die Soldaten uns schon irgendwie beschützen. Ja, Botates legt Strom. Den brauchen wir. Wir könnten auch überall Fallen bauen, aber wenn die tatsächlich hier die Mauern versuchen zu durchbrechen, dann wissen wir nicht, wo die das machen. Und insofern, wo sollen wir dann die Fallen bauen? Ich hoffe nur, dass wir genug Stahl haben. Ich meine, hier ist noch Stahl. Hier haben wir noch von diesen Maschinenteilen. Die brauchen wir auch für die Geschütztürme. Und hier könnten wir vielleicht... Ah, das Problem ist, wenn wir hier außen jetzt Fallen hinstellen, ist die Frage, ob unsere Leute nicht aus Versehen reinlaufen dann. Das halte ich zumindest für möglich. Das wäre eher ungünstig. Der ist immer noch im Krankenbett hier. Ein weiblicher Mensch. Okay. Jutan, Jubato, Textilienhändler außer... Reichweite, ja, da müssen wir mit leben. Wir könnten denen natürlich ihre Sachen klauen. Was ist mit Kostus? Was arbeitet Kostus? Den habe ich nicht nur auf Bauen gestellt. Oh, ihr baut Batterien. Ihr sollt eigentlich erst die Geschütztürme bauen und dann die Batterien. Also von den Maschinenteilen haben wir noch genug. Sissi schon wieder. Verdammte Sissi. Sissi möchte Essen ans Bett gebracht bekommen. Scheiße, wie viel Essen ist hier gar nicht mehr, sehe ich gerade. Vielleicht sollten wir ein paar Leute auf Kochen stellen. Kochen! Nur los. Kapseln und Nester.
Eustus Neklis Neklis, Ritter der Fraktion Land der Ewigkeit, hat Lust zu beobachten, wie du mit einer Insektenplage fertig wirst. Er bittet dich um deine Erlaubnis, Bomben mit Insektenpheromonen auf Neubargum abzuwerfen, um eine Plage bestehend aus 10 Insektenkolonien zu provozieren. 10 Insektenkolonien. Er wird das Spektakel mit einer Drohne aus großer Höhe beobachten. Nee. 10 Insektenkolonien ist ein bisschen viel. Zumal wir ja noch mit den anderen Leuten hier zu tun haben. Noch nicht ein Geschützturm fertig hier. Aufgrund der Aufrechterhaltung des Jungsalpaka eine Fähigkeit verloren angreifen. Naja, Alpaka brauchen ja normalerweise. Eigentlich können wir mal bei den Tieren. Was ist denn angreifen hier? Angreifen. Ich weiß nicht, ob Alpakas das können müssen hier. Und Ziegen vielleicht auch nicht. Es kostet uns wahrscheinlich nur Zeit, das den anzutrainieren. Und was sollen wir mit dem Steinbock, der Leute angreift? Ich meine, was sollen wir mit dem Yorkshire Terrier, der Leute angreift, ganz ehrlich. Ich meine, Pferde. Und Riesenfaultiere, da macht das Sinn. Ah, da holen sie sich ihr Stall. Sehr gut. Vielleicht wird dann ja auch langsam irgendein Geschützturm fertig. Das wäre ja mal schön. Ah! Sehr gut, hier ist einer. Was ist hier los? Warum geht es hier nicht? Warum geht's nicht weiter? Ah, siehst du, sie fängt schon an. Und Bench kocht sehr gut. So, und jetzt geht hier der Strom auch wieder. Haben wir denn genug Strom? Also noch wird es nicht alle, glaube ich. Das ist gut. Aber vielleicht. Ah, siehst du, da sind. Die brauchen arschvoll Energie, die Dinger. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ist sicherer, wenn wir die haben. Weil das bringt uns dann jeweils ein bisschen Zeit. Was wir dann auch noch vielleicht machen können, ist hier so ein bisschen. Strom dazu bauen. Butat ist hungert, naja. Der hat wohl nur noch nichts gefunden zum Essen.
So. Haben wir gleich noch mal ein paar mehr Betten rein hier. Ah. Okay. Nicht mehr inspiriert. Wir speichern mal ab, weil wenn der Angriff in die Hose geht, können wir dann... neu laden. Abfallzone für die Steine, die sie da drin haben, die dann auch dafür sorgt, dass hier draußen Steine liegen und wenn die versuchen zu fliehen, die Gefangenen, dann werden sie ein bisschen aufgehalten. Rote Spaltleute, die mögen uns jetzt mittlerweile. Ja, und handeln mit uns. Vielleicht kann man da ein bisschen Nahrung kaufen. Das wäre doch mal was. So, Carsten handelt mit rote Spalt, Leute. Ah, da geht's los. Überfall, Leute, der Fläche. Also. Ach je, aus drei Richtungen. Von hier oben kommen sie, von hier unten kommen sie und von da unten kommen sie. So, aber wir wollen ja erstmal hier. Rauchblattjoint brauchen wir nicht. Kräutermedizin brauchen wir vielleicht, aber haben wir genug. Ich würde ihm ja eine Skulptur verkaufen, aber er hat nicht genug Geld dabei. Ah. Kleine Skulptur kann er sich leisten. Und den kaputten Helm. Und den schlechten Cowboyhut. Und noch einen schlechten Cowboyhut. So. So, also wenn die beiden von hier unten kommen, werden die wahrscheinlich hier angreifen. Das ist da, wo wir gerade ein paar von den Turrets gebaut haben. Hier ist einer. Da sind welche. Das ist schon gar nicht schlecht. Dann würde ich mal sagen, unsere Leute nur noch nicht. Sissy und Cross und Harmon und der Nussi. Die versammeln sich mal hier unten und die Soldaten gehen nach oben warten. So, hier können wir hier sich versammeln. Dann schauen wir mal, die kommen hier runter, sehr gut. Vielleicht marschieren sie durch die Fallen, das wäre klasse. Vielleicht versuchen sie aber auch hier. So, und ich halte mich an den alten Ratschlag, die nicht alle auf einen Haufen zu stellen.
Warum kannst du hier nicht stehen? Ach so, weil noch zwei kommen. Okay. Dann stelle ich mal hier hin. Oh, da haben wir schon einen. Eine Gruppe flieht schon, sehr gut. Jetzt geht's hier unten auch los. Wo sind die anderen? Hier waren auch noch welche. Sind die alle nach oben gelaufen? Oh nee, die sind hier eingebrochen. Ah! Betäuben. Okay, die Leute der Fläche fliehen. Okay, aber nicht alle. Sondern hier sind bestimmt noch welche übrig, ja. Oh, die haben unsere Turrets zerstört hier. Und einer hat keinen Strom. Und die fliehen jetzt auch sehr gut. Gut, dann können wir Kostus schon mal gefangen nehmen. Und hier, glaube ich, lebt auch noch einer. Und da lebt auch noch einer. Und da lebt auch noch eine. Der noch? Nee, tot. Tot. So. War es das schon? Sieht so aus, als ob es das schon war, aber. Das lief ja gar nicht so verkehrt. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der letzte Angriff hier. Sondern insgesamt 5 oder so, ne? Also. Achso, da oben hatten wir noch. Sie will das königliche Bett aus Holz zerstören, soll sie nicht. Legt das wieder alles darauf. Na ja. So, und die haben tatsächlich Teile unserer Mauer kaputt gemacht. Haben alle Fallen ausgelöst. Und haben hier gezündelt. Die Kommode kaputt gemacht. Und schon kommen die nächsten. Okay, 3 Uhr im Wundergruppen. 3 Gruppen, okay. So, wo sind die? Ach, da unten kommen die jetzt rein. Oh, shit.
einer ist am Blutverlust gestorben. Ja, das ist halt, wenn das so viele sind, die da ankommen, kann man das haben. Die laufen jetzt alle hier rein, weil hier gerade keine Fallen in Ordnung sind. Das ist natürlich toll. Lassen wir mal die verletzten Leute, die bleiben mal zu Hause, sagen wir mal. Und aber der Rest kann sich hier versammeln. So. Ist noch einer tot, ja. Behandelt Fuchs, okay. Hoffen wir mal, dass sie rechtzeitig da ist. Ah, man ist gestorben. Nein, mit einem Pfeil erschossen. Maulwurfs Herz und Oberkörper wurden von Hamans Maschinenpistolenkugel durchlöchert. Maulwurf starb. Harman traf Wand mit Maschinenpistolenkugeln, eigentlich für Maulwurf bestimmt. Der Langbogenpfeil von Rexige vernichtete Harmans Gehirn. Das fehlende Körperteil Gehirn führte zum Tod, wie das halt so ist. Okay, jetzt laufen die hier weiter durch. Mechanoidennest? Wo, was? Hinter uns? Was? Okay, dann schießen wir mal da drauf, wa? Fuck, Geduldo. Noch einmal die Leute in der Fläche, obwohl die immer noch da sind. Ah! Okay, alles kommt auf einmal. Wow. Also das hier ist ein Schnitter, das ist ein ja, Killer-Roboter, sagen wir mal. Der toll ist, wenn man ihn auseinanderbauen kann und nicht so toll, wenn er einen angreift. Ah, noch einer. Ja, ich weiß nur, du gibst dein Bestes. Fuchs hast du gerettet. Ist der Mechanoid weg? Ist blind, okay. Ist nur schon wieder getroffen, gestorben. Leiche gesehen, es liegt eine Leiche auf dem Fußboden. Ja, das ist ja nun leider, ist ja nun leider erwartbar, ne? Und jetzt kommen die hier rein, befreien ihren Freund.
Okay, die fliehen. Constanzia ist bewusstlos. Okay, den haut Markus mal mit Mama tot hier. So. Ach, meine Güte, hier sind noch mehr gekommen. Kommen die alle her? Ah! Also hier oben haben wir einen, der ist bewusstlos. Können wir gefangen nehmen. Oh, was ist hier los? Ach, die haben den Dings kaputt gemacht. Okay, ein gutes hat das Ganze, wenn wir die alle tot haben. Wer trägt Constantia? Niemand. Okay. Dann soll Markus mal Constantia tragen. Okay, Carsten rettet Markus. Naja gut, die Riesenfaultiere retten Markus. Aber und Nussi rettet Constantia, die Architektin. Nee, das Riesenfaultier rettet Markus. Carsten kommt an und... Eieiei, Seko. Oh fuck. Ah! Helps! Kostus! Kostus, wo bist du? Hier. Oh nein, noch ein Yorkshire. Oh, wo rennst du hin, Carsten? Baske gibt auf? Was? Baske hat diese Gemeinschaft aufgegeben. Sie hat sich entschlossen zu gehen und ihr Glück woanders zu versuchen. Du kannst versuchen, sie einzusperren, während sie geht. Ansonsten wirst du sie vielleicht irgendwann einmal wiedersehen.
Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Oh, fuck you. Hilfe! Oh, ja, 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 ja. Ja, das lief alles nicht so toll. Aber es ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich glaube, ich versuche beim nächsten Mal nochmal bei dem Speicherpunkt neu zu laden. Weil das lief alles nicht so toll hier. Okay. Ja. Nee, Bench ist jetzt auch dran. Carsten ist in 6 Stunden tot. Markus wird gerade noch von dem Riesenfalter heimgetragen. Die schlafen da alle. Das geht ja nur auch nicht. Nein! Die letzten Ereignisse im Leben von Bench. Bench zielte gewandt und feuerte mit seiner Waffe Repetiergewehr auf Stachelschwein. Rhinoceros schoss zögernd mit ihrer Waffe Langbogen auf Bench. Stachelschwein traf Bench mit Rekurvbogenpfeil. Der Schuss von Rhinoceros zerstörte Benchs Oberkörper. Ein Schnitt kostete Bench das Leben. Ja, das ist eine Kacke. Das ist jetzt normal, ne? Normaler Schwierigkeitsgrad. Aber wir müssen ja wenigstens Carsten retten hier. Oh, da sind so viele Leute, guck dir das an. Sind alle verteilt hier, zünden meine Felder an. Uff. Naja, aber wie gesagt, für heute ist genug. Bis dann.